ChatGPT ist in aller Munde. Und es gibt schon mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, die im Internet gezeigt werden, wie man dieses Tool eben benutzen kann. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie kann man es in der Theater- oder im theaterpädagogischen Bereich benutzen? Das zeige ich dir heute. Doch bevor wir über die Möglichkeiten von ChatGPT im Theaterbereich oder theaterpädagogischen Bereich klären, möchte ich hier natürlich zuerst einmal sagen, was denn überhaupt ChatGPT ist. Nun, ChatGPT ist von OpenAI. Das ist ein Unternehmen, das für künstliche Intelligenz arbeitet und das meines Wissens schon, ich glaube, seit 2008 gegründet wurde. Einer der Mitbegründer war Elon Musk, der ist mittlerweile wieder draußen, weil es Unstimmigkeiten gab. Das scheint öfters bei dem irgendwie zu kommen, dass der auf einmal hin und her springt. Die Abkürzung für GPT-3 steht für Generated Pre-trained Transformation in der dritten Generation. Das bedeutet nichts anderes als, dass im Prinzip die Daten generiert wurden und ausgewertet werden entsprechend. Wie wurden diese Daten genau generiert? Nun, man hat ChatGPT mit ganz bestimmten Informationen gefüttert, in speziellem mit Texten. Und genau diese Texte werden im Prinzip oder wurden von dieser künstlichen Intelligenz ausgewertet. Und das, was du heute rausbekommst, ist im Prinzip nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder das Ergebnis einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Denn etwas anderes macht ChatGPT nicht. Im Prinzip wurde das Ganze also mit bestimmten Daten gefüttert. Der Computer hat dann aus den verschiedenen Worten festgestellt, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, welches Wort in welchem Thema genau drin vorkommt. Und das ist das, was du heute rausbekommst. Das heißt, wenn ich im Prinzip zu der KI sage, bitte schreibe mir einen Text zum Theater, wirft der mir nichts anderes raus als einzelne Wahrscheinlichkeitsbestimmungen. Und dabei werden natürlich auch die entsprechende Taxis der Normen und Schrift und so weiter mit einberechnet. Das heißt, der Text sagt im Prinzip, nachdem das Wort der kommt, kann nur dieses Wort kommen oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wort kommt, ist so viel höher. Es wird also eher ein Wort kommen, wo auch in unserem deutschen oder vielleicht auch im englischen Satz ein Nomen folgt oder vielleicht auch vorher eher ein Adjektiv, wie auch immer, je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeit halt eben ist. Und so wird Wort für Wort immer eine Wahrscheinlichkeit dazugerechnet und am Ende hast du die fertigen Sätze. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie du ChatGPT nutzen kannst und wo im Prinzip die Grenzen sind. Doch dazu erst später. Jetzt lass uns einmal reinschauen, wie wir ganz konkret ChatGPT für das Theater verwenden können. Und da sind wir bei ChatGPT, dem Programm. Das allererste, was ich jetzt einmal eingeben möchte, ist einfach mal ein Brainstorming. Also zum Beispiel, gebe mir 10 Vorschläge für ein Kindertheaterstück. Also wir sehen jetzt schon hier, dass er mir sogar Stücke vorschlägt, die es eigentlich schon gibt, wie zum Beispiel der gestiefelte Kater oder der Zirkus der Tiere. So, aber ich möchte jetzt zum Beispiel hier die Prinzessin und der Drache, eine klassische Geschichte über eine Prinzessin, die von einem Drachen entführt wird und ein mutiger Ritter, der sie rettet. Okay, da möchte ich gerne mehr zu haben. So, also schreibe mir zu Vorschlag 2 die Rollen in Stichpunkte. Okay, sehr schön, cool. Ja, jetzt hat er mir hier 5, 6, 7 Vorschläge gegeben für bestimmte Rollen.
Das heißt, ich könnte zum Beispiel zu ihm jetzt auch sagen, das probieren wir mal, gib ihm mir noch mehr Vorschläge für Rollen. Okay, also wir sehen jetzt hier, er schlägt mir gar nicht mehr wirklich konkret zu dem Stück etwas vor, sondern allgemein. Jetzt möchte ich natürlich mal wissen, und ich möchte natürlich noch weitere Vorschläge zu unserem Stück haben. Und deswegen frage ich ihn einfach mal, gebe mir bitte, so viel Zeit muss sein, noch okay, ich dachte hier jetzt, er würde aufeinander aufbauen, weil das hatte ich nämlich auch mal gehabt, dass der darauf aufgebaut hat. Vermutlich mal jetzt. Okay. Dann kopieren wir das hier und sagen, gebe mir bitte noch mehr Rollenvorschläge, die zu diesem Stück passen könnten. Ah, ein Dorfbewohner, genau. Ein gefangener Figur, die von Drachen gefangen genommen wurde und okay. Also es passt nicht mehr ganz zu dem, was wir vorher hatten. Elfen haben wir, aber wir haben weitere tolle Ideen. Lehrer, eine Figur, die dem Ritter, okay. Heiler, auch nicht. Eine Sänger, eine Figur, die für musikalische Unterhaltung sorgt. Krieger, eine Gruppe von Figuren, die mit dem Ritter gegen den Drachen kämpft. Ah ja, okay, also vielleicht so ein Begleiter oder wie, ne? Okay, sehr schön. Schreibe mir ein Theaterstück mit 5 Akten, die zu dem Stück passen. Okay, hier haben wir also wieder den König und schauen wir nochmal die Rollen drin, die wir vorher auch hatten. Nämlich die Hexe, der Dorfbewohner, also er scheint da schon auch Verknüpfungen zu machen zu dem, was er vorher auch geschrieben hat. So, dann gucken wir mal, ne? So, erster Akt, die Einführung. Die Handlung beginnt mit einer Entführung der Prinzessin durch den bösen Drachen. Der König ist verzweifelt und bittet den Ritter, seine Tochter zu finden und zu retten. Der Ritter akzeptiert die Mission und macht sich auf den Weg. Die Suche. Zweiter Akt. Der Ritter sucht nach Hinweisen und befreit verschiedene Charaktere, darunter eine Hexe, einen Diener, einen Hofner und Dorfbewohner. Er erfährt schließlich, dass der Drache in einem abgelegenen Schloss in den Berg lebt. Okay. Also auch das mache ich immer ganz gerne, dass dann eine bestimmte Figur, eine ausgewählte Figuren, eine Gruppe von Figuren bestimmte Aufgaben erledigen müssen. Das passt auch wunderbar, zum Beispiel, wenn ihr Zirkus macht, dass ihr dann zum Beispiel sagt, die müssen verschiedene Zirkuskünste darstellen oder irgendetwas gleichen, um eben solch ein Stück darzustellen, dass sie dann immer weiter durch die Geschichte entsprechend weitergeführt werden. So habe ich es auch immer gerne aufgebaut. Gut, dann der Kampf gegen den Drachen. Der Ritter reist zum Schluss des zum Schloss des Drachen und stellt sich ihm in einem epischen Kampf. Der Drache ist mächtig und kämpft hartnäckig, aber der Ritter gibt nicht auf. Mit Hilfe von magischen Waffen, die er von der Hexe erhalten hat, nochmal die Verknüpfung, sehr schön, besiegt der Ritter schließlich den Drachen. Akt 4, die Befreiung. Der Ritter findet die Prinzessin, die gefangen gehalten wird, nun befreit und befreit sie. Ich kann nicht mehr lesen, sorry. Auf dem Rückweg zum Königreich werden sie von Wachen und Kriegern angegriffen, die dem Drachen gedient haben. Der Ritter und die Prinzessin kämpfen mutig und besiegen ihre Feinde. Okay, also es gibt nochmal so einen kleinen Plot-Twist. Sehr schön. Die Wachen. Okay. Dann Akt 5, das Happy End. Der Ritter kehrt mit der geretteten Prinzessin zum König zurück, wo er für seinen Mut und seine Tapferkeit geehrt wird. Die Prinzessin und der Ritter verlieben sich und werden ein Paar. Wie soll es auch anders kommen? Nochmal Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ist, zum Schluss kriegt der Ritter immer die Frau. Das Stück endet mit einer großen Feier und einem Festmahl für alle Charaktere, die an der Rettung der Prinzessin beteiligt werden. Sehr schön. Im Zirkus zum Beispiel, wenn ich solche Zirkusgeschichten immer gemacht habe, dann durften zum Schluss, da wurde immer auch gefeiert, dann durften zum Schluss alle Kinder immer noch mal zeigen, was sie denn im Prinzip an Kunststücken noch so können, die in dem Stück selbst
nicht so wirklich hereingepasst haben. Gut, also wir haben jetzt unsere 5 Akte. Jetzt möchte ich aber mal beispielhaft sehen, wie so ein Akt ausgemalt werden kann. Und das bedeutet, ich möchte jetzt einmal Akt 2 genauer beschrieben haben. Okay, der Ritter beginnt seine Suche nach der entführten Prinzessin und befragt verschiedene Charaktere, um Hinweise auf den Verbleib der Prinzessin zu finden. Zunächst besucht er das Schloss des Königs, um mit dem Diener und dem Hofner zu sprechen, jedoch keine nützlichen Informationen haben. Daraufhin entscheidet sich der Ritter, eine Hexe zu besuchen, von der er gehört hat, dass sie über magische Kräfte verfügt und ihm bei seiner Suche helfen könnte. Nach einem langen Marsch durch den Wald findet der Ritter die Hexe in ihrer Hütte. Sie ist zunächst abweisend, aber der Ritter bittet sie um Hilfe bei der Suche nach der Prinzessin. Die Hexe sagt ihm, dass der Drache, der die Prinzessin entführt hat, in einem abgelegenen Schloss in den Bergen lebt. Sie gibt dem Ritter auch magische Waffen, die ihm bei seinem Kampf gegen den Drachen helfen sollen. Der Ritter macht sich auf den Weg in die Berge und trifft unterwegs auf Dorfbewohner, die ihm sagen, dass der Drache im Schloss auf dem Berggipfel wohnt. Sie warnen den Ritter jedoch, dass der Drache unbesiegbar ist und niemanden erlaubt hat, das Schloss zu betreten. Der Ritter lässt sich jedoch nicht entmutigen und setzt seine Reise fort, um den Drachen und die Prinzessin zu retten. Okay, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie weit das im zweiten Akt übereinstimmt, was er vorher gesagt hat. Also der Ritter sucht nach Hinweisen, klar, Charaktere, darunter eine Hexe, ein Diener, einen Hofner und Dorfbewohner. Den Diener und den Hofner, wir haben hier die Hexe und wir haben die Dorfbewohner. Dass er auch noch einmal die magischen Waffen mit dabei hat. Also wir sehen hier, sie gibt ihm magische Waffen hier. Wir sehen hier, sie gibt dem Ritter auch magische Waffen, die ihm bei seinem Kampf gegen den Drachen helfen sollen. Das heißt, das, was er ja vorher auch gesagt hat, also was eigentlich in einem anderen Akt drin vorkommt, nämlich im Akt, ich schaue mal gerade nach, genau beim Kampf, der Kampf gegen den Drachen in Akt 3, zeigt natürlich auch, inwieweit das ganze Stück auch wirklich nochmal von ihm aufgegriffen wird. Er hat sich also nicht nur Akt 2 herausgenommen, sondern durchaus den ganzen Text nochmal, um eben auch herauszufinden, dass auch noch einmal die Waffen mit reinkommen. Also sehr interessant. Das heißt, das könnte ich hier wahrscheinlich mit jedem einzelnen Akt haben und habe hier zu jedem einzelnen Akt etwas Spezielles noch einmal. So, jetzt möchte ich aber, das ist mir zu wenig theatral. Jetzt sage ich einfach mal zu ihm, gebe mir für Akt 2 Möglichkeiten, um die Geschichte ins Theatrale umzusetzen, also theatrale Methoden. So, Akt 2, die Suche. Die Bühne ist dunkel und leer, als der Ritter auftritt. Er ist alleine und seine Gestalt wird von einem Scheinwerfer beleuchtet. Seine Schritte hallen durch den Raum, als er sich auf die Suche nach der entführten Prinzessin macht. Plötzlich erscheint auf der linken Seite der Bühne ein Diener, der dem Ritter eine kurze Information über den Verbleib der Prinzessin gibt. Der Diener verschwindet dann genauso schnell, wie er gekommen ist, und der Ritter setzt seine Suche fort. Als nächstes trifft der Ritter auf der rechten Seite der Bühne auf einen Hofner, der ihm zwar nicht weiterhelfen kann, aber ihn mit seinem Witz und Humor aufheitert. Der Hofner führt dann einen Tanz auf, der die Zuschauer begeistert. Als der Ritter sich auf den Weg zur Hexe macht, betritt eine Gruppe von Tänzern die Bühne. Sie führen einen wilden Tanz auf, um die Magie und das Mystische der Hexe zu symbolisieren. In der Hütte der Hexe angekommen, tritt die Hexe auf die Bühne und beginnt eine kryptische Rede. Die Bühne wird von einem grünen Licht beleuchtet, das die Magie der Hexe betont. Der Ritter bittet die Hexe um Hilfe und sie gibt ihm magische Waffen und einen magischen Trank, der ihm helfen soll, den Drachen zu besiegen.
Der Ritter setzt seine Suche fort und trifft auf eine Gruppe von Dorfbewohnern, die ihm den Standort des Drachenschlosses mitteilen. Sie warnen ihn jedoch von der Unbesiegbarkeit des Drachen. Der Ritter nimmt diese Warnung ernst, aber er weiß, dass er sich seiner Mission nicht entziehen kann. Die Dorfbewohner beginnen eine traditionelle Tanzsequenz aufzuführen, um ihre Sorgen um den Ritter auszudrücken. Mit den theatralischen Mitteln wird der Akt 2 zu einem abwechslungsreichen und okay, also das hat nichts mehr mit der Geschichte zu tun. Aber sehr interessant, wie toll er hier auch die theatralischen Mittel einsetzt, dass er Licht dabei hat, dass er Bühnen dabei hat, also auch den Aufbau der Bühne, wo wer steht, dass er das auch mit berücksichtigt und dass er natürlich auch mit berücksichtigt, dass Tanz, dass man mit Tanz bestimmte Sachen darstellen kann. Man kann jetzt, wie gesagt, auch hier entsprechend einen Chor noch vielleicht irgendwie einsetzen, vielleicht wenn die magische Waffe später von den Rittern eingesetzt wird, um den Drachen zu besiegen. Was jetzt nicht in dem Stück fehlt oder was jetzt hier fehlt, ist so ein bisschen die Musik. Das allerdings reinzuschreiben, ist, denke ich, etwas schwierig, wobei man hätte sagen können, das Ganze untermalt mit mystischer Musik oder das Ganze untermalt mit dieser Musik. Also es fehlen noch so ein paar musikalische Gegenstände, es fehlen noch ein paar musikalische Sachen. Ich denke, man könnte hier auch durchaus noch tiefer reingehen und könnte zum Beispiel auch mal fragen, okay, wie könnte denn so eine Szene gesprochen genau wirklich aussehen? Wir haben ja hier in der Hütte der Hexe angekommen, tritt die Hexe auf die Bühne und beginnt eine kryptische Rede. Okay, dann sage ich doch mal, schreibe mir die kryptische Rede aus Akt 2, die kryptische Rede der Hexe aus Akt 2. So, und schon haben wir unsere kryptische Rede. Die Prinzessin und der Drache, ein Spiel von Licht und Schatten. Das Schicksal hat es so gewollt, dass du, tapferer Ritter, der Schlüssel bist. Dein Weg ist steinig und gefährlich, doch du bist ausgewählt, um die Prinzessin zu retten und das Böse zu besiegen. Doch sei gewarnt, wenn der Preis für deine Tat wird hoch sein. Deine Seele wird sich einem schweren Kampf stellen müssen, der weit über den Sieg oder die Niederlage herausgeht. Gehe mit Bedacht voran, junger Ritter, und bedenke, dass das Schicksal seinen eigenen Willen hat. Hier könnte man vielleicht in die kryptische Rede noch etwas kryptischer reingehen. Also für mich ist das alles noch zu klar. Man könnte ein Gedicht vielleicht eher reinbringen, beziehungsweise mehr Chiffren reinbringen. Das ist das, was mir generell so ein bisschen auch aufgefallen ist, dass hier immer klar gesprochen wird. Es ist klar linig. Aber die Worte haben immer eine bestimmte Bedeutung. Es wird aber wenig in Chiffren gesprochen. Es ist wenig drin, so eine Doppeldeutigkeit. Wir haben ja im Prinzip ein Theaterstück für Kinder. Und wenn wir Kindertheaterstücke immer wieder aufführen, dann geht es ja im Prinzip auch darum, dass wir sagen, okay, wir möchten die Eltern gerne einladen. Um so eine Einladung entsprechend auszuführen, können wir natürlich auch ChatGPT benutzen. Das heißt, wir sagen jetzt, schreibe mir bitte zu unserem Theaterstück eine entsprechende Einladung für die Eltern. Und schon bekommen wir eine Einladung. Sehr geil. Wir laden Sie herzlich zu einer Vorstellung unseres Theaterstücks Die Prinzessin und der Drache ein. Die Vorstellung findet am Freitag, den 5.4.2023 um 14 Uhr in unserer Schule statt. Unsere talentierten Schauspielerinnen und Schauspieler werden Sie in eine magische Welt voller Abenteuer und Herausforderungen einführen. Die klassische Geschichte von einer Prinzessin, die von einem Drachen entführt wird und einem mutigen Ritter, der sie rettet, wird auf der Bühne zum Leben erweckt. Der Eintrittspreis beträgt nur 2 Euro pro Person, um unsere Schülerinnen und Schüler bei zukünftigen Theaterproduktionen zu unterstützen. Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen und die beeindruckende Leistung unserer Schülerinnen und Schüler genießen werden. Herzliche Grüße, das Lehrerteam der Schule. Also ich finde es absolut genial, dass er nicht nur da reinschreibt, ich glaube, ChatGPT hat sich da auch verbessert.
Das hatte ich vorher in diesen Tests, ich habe das Ganze ja vorher einmal ausprobiert, hatte ich so nicht gehabt. Also er begründet ja hier auch, also er schreibt hier rein, um welches Stück es, also worum es in diesem Stück geht. Ja. Er schreibt auch mit rein, dass es 2 Euro kostet, wie ich gesagt habe, pro Person, und aber auch, um zukünftige Theaterproduktionen zu unterstützen. Also er begründet auch, warum 2 Euro gezahlt werden sollen. Und das ist also phänomenal. Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen und die beeindruckende Leistung unserer Schülerinnen und Schüler genießen werden. Also auch dieses Gendern, was ja mittlerweile eine Riesendiskussion auch in Deutschland ist, hat das US-Unternehmen OpenAI oder diese KI im Prinzip mittlerweile übernommen, was auch nochmal dafür zeigt, wenn wir sagen, okay, ChatGPT wird ja im Prinzip mit Daten gefüttert und dann sind diese Daten überwiegend wohl auch gegendert. Und so viel dazu, inwieweit die Menschen auch vor allem auf die Gendersprache achten. Auch sehr interessant, dass er hier direkt das Lehrerteam der Schule, also geht ChatGPT geht hier von einer hohen Wahrscheinlichkeit wohl aus, dass solche Theaterstücke in Schulen präsentiert werden. So, jetzt haben wir unser Einladungsschreiben haben wir jetzt hier. Und das nächste, was ich jetzt gerne haben möchte, ist, was ich immer wieder auch beobachte, ist, dass ChatGPT nicht nur unsere menschliche Sprache versteht, sondern eben auch die Maschinensprache von Codes, also von Codierung. Und entsprechend werde ich jetzt mal ChatGPT bitten, dass er uns eine entsprechende Webseite erstellt. Also, schreibe mir eine HTML-Webseite zu unserem. Und schon haben wir einen kompletten Code für unsere Landingpage. Und da sehen wir unsere fertige Seite. Ich hatte ja schon bereits gesagt, dass ChatGPT so seine Probleme hat. Natürlich war das Ergebnis, das wir jetzt hier hatten, eine richtig gute und tolle Vorstellung gewesen. Aber so wirklich kreativ war da nicht viel gewesen und wir haben einige Stücke gehabt, die ja auch schon bekannt waren, die man schon kennt. Also da muss man auch aufpassen, dass man nicht ungefähr jetzt ein Stück holt, wie der gestiefelte Kater, dessen Name ja geschützt ist und wo man wirklich Probleme bekommen könnte, wenn man es denn dann aufführt. Gleichzeitig konnten wir aber zum Beispiel mit Drache und Ritter ein ganz typisches Theaterstück im Prinzip ganz einfach, eine einfache Geschichte, die man durchaus auch schön in einem Kindergarten, in der Schule oder wo auch immer mit Kindern aufführen kann. Denn im Prinzip, klar, es geht auch darum, schöne Geschichten zu erzählen und zu erarbeiten, aber es geht eben auch darum, diese dann später umzusetzen. Und das kann ChatGPT im Prinzip nicht. ChatGPT kann uns ein leeres Blatt füllen mit ersten Ideen, dass wir zum Beispiel verschiedene Rollen hatten, dass wir verschiedene Stückideen hatten, woraus wir dann etwas Neues generieren können. Wir können auch gerade in der Arbeit macht es ja so viel Spaß, mit den Kindern zusammen etwas zu entwickeln, eigene Ideen mit reinzubringen, die Ideen der Kinder aufzugreifen und nach einzelnen Ressourcen und Talenten zu suchen, die die Kinder mitbringen. Das löst ChatGPT nicht, sondern dafür brauchst du immer noch einen Experten, eine Expertin, die eben das entsprechend umsetzen kann und dann auch mit theatralischen Mitteln heraussuchen kann. Damit bleibt das Fazit, ChatGPT ist gut, um eben dein leeres Blatt, das du zu Beginn hast, erst einmal zu füllen, um dich auf Ideen zu bringen. Aber was auch immer möglich ist, es reicht nicht, um eben eine fertige Vorstellung mit kreativen Ideen umzusetzen, sondern du kriegst lediglich eine 0815 Antwort, die durchaus auch schön sein kann, die auch schön umgesetzt werden kann. Aber das wirklich Kreative, das kann man eben nicht mit Wahrscheinlichkeiten machen. Auch diese Doppeldeutigkeit, die ich schon genannt hatte, dass alles wesentlich dechiffrierter sein könnte, das hat entsprechend gefehlt. Thank you.
Kunden dienen.